Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir Ihnen, wie man eine Bauchfelldialyse durchführt. Dann fangen wir mal an, ne? Dann fangen wir an. Was machst du jetzt da? Ich packe den Beutel aus dem Beutel. Mach mal ein bisschen Krach. Ist eine Kunst für sich. Oh, du wohnst dran. Und zwei Kammern. Ein bisschen Druck zum Platzen gebracht werden, damit sich das vermischt. Und was ist in dem Beutel drin? Soweit ich weiß, in erster Linie Calcium und Glucose, also Zucker. Dieser Beutel hier hat zum Beispiel 250 Kalorien. Das bedeutet? Ja, das bedeutet, wenn man 4 von dieser Sorte hat, hat man schon 1000 Kalorien ohne was zu essen. Man muss also ziemlich aufpassen, dass man nicht zunimmt. Kommt das hier in die Halterung? Wofür ist das da, die Halterung? Das kann man schlecht erklären, wenn man es nicht sieht. Es ist zum Umstöpseln. Wird das Ganze gewogen? Ja. Und da immer noch ein gewisser Rest übrig bleibt, ziehe ich immer 100 ab. Die Lösung ist 2,3. Wie spät es jetzt ist, weiß ich nicht. So, gleich mal gucken. Wofür schreibst du das auf? Statistisch, damit man guckt, wie viel rein, wie viel raus. Jetzt hänge ich es an die höchste Stelle vom Zimmer, damit es schneller läuft. Und jetzt geht es auch schon fast los. Der Schlauch, der aus meinem Bauch kommt, wo das Ende im Bauchraum sitzt, kommt da rein. Was machst du jetzt gerade? Das hier ist der Endstöpsel, also dasselbe wie das hier, nur dass der hier frisch ist. Achso. Der wird nach jedem Wechsel ausgetauscht. Ja. Jetzt brauchen wir den Mundschutz. Ja. Wofür ist der Mundschutz gut? Ja, wofür Mundschutz so im Allgemeinen gut ist, ne? So zur Nichtverbreitung von irgendwelchen Bakterien, Viren, wie auch immer. Dann geht's weiter mit Hände desinfizieren. Werden die Hände davon nicht sehr trocken? Im Laufe der Zeit schon. Als Alternative habe ich Handschuhe. Weil ich habe auch schon das Problem gehabt, dass mir die Haut im wahrsten Sinne des Wortes von den Händen fiel. Ja, und jetzt geht's ans Eigentliche. Den Schlauch immer in der linken Hand, wechselt ans System. So, das war jetzt der Moment, wo Bakterien irgendwie eintreten könnten. Also, muss das jetzt schnell gehen? Das sollte relativ schnell gehen, weil je länger es offen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Und eine Bauchfellentzündung ist alles andere. Was hast du gerade gemacht? Ich habe den Schlauch geöffnet. Ach so. Und jetzt läuft das da in den leeren Beutel rein. Genau. Wie oft musst du die Dialyse durchführen? 4-mal am Tag. Ich habe auch schon 3-mal am Tag. Quatsch, 5-mal am Tag gehabt, aber es hat nicht wirklich viel gebracht. 4-mal reicht. Und wie lange dauert so eine Dialyse? Auslaufen, Viertelstunde. Einlaufen, Viertelstunde. Also, das läuft jetzt aus deinem Bauch heraus in den Beutel rein. Richtig. Und dann kommt das, was oben hängt, der Beutel,
kommt dann in den Bauch herein. Richtig. Und das, was hier aus mir rauskommt, das ist die Dialyseflüssigkeit vom letzten Mal. Plus diverse Gifte, die normalerweise über die Niere ausgeschieden werden. Und wofür ist die Platte da? Das ist die Wärmeplatte, wo der Beutel bzw. der Inhalt auf Körpertemperatur ungefähr erhitzt wird. Und der macht das automatisch? Der macht das automatisch, ja. Man muss also nur einen Beutel drauf tun. Da kommt gleich noch der nächste Beutel drauf für morgen früh. Wie sieht das aus, wenn man diese Dialyse machen möchte? Braucht man dafür ein extra Zimmer? Es wäre von Vorteil, aber ich denke mal, die wenigsten können sich sowas aussuchen, ob sie jetzt ein extra Zimmer haben oder nicht. Aber das Zimmer sollte steril sein. So steril und sauber wie es geht, möglichst keine Leute da rumlaufen haben. Wenn man im Krankenhaus ist, sollte man zusehen, dass man ein Einzelzimmer kriegt. Fenster und Türen geschlossen sein. Während der Dialyse sollte keiner einen Raum verlassen oder betreten. Und wie sieht das aus? Kannst du machen, was du möchtest in der Zeit, wo du nicht tanken bist? Außer schwer heben, außer schwimmen, außer Sauna kann ich alles machen. Also kannst du ganz normal rausgehen, irgendwas anderes machen, ja. Einkaufen gehen. Richtig. Mit Freunden treffen. Ja. Das funktioniert alles. Bewege ich mich noch ein bisschen hin und her. Manchmal kommt noch ein bisschen was. Manchmal nicht. Ja, jetzt im Moment nicht. Das heißt, jetzt wird umgestellt. Ich mache jetzt den sogenannten Flush. Der kommt von oben. Ja. Also aus dem vollen Beutel. Läuft dann hier durch. Bis in den leeren Beutel. Ja. Dann ist das System durchgespült. Ja. Jetzt steht es im Moment auf Pause, also auf gar nichts. Hier ist halbe Geschwindigkeit und da ist volle Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann das dann mit voller Geschwindigkeit in mich reinlaufen lassen. Ach so. Und du machst das mit voller Geschwindigkeit? Ich mache das mit voller Geschwindigkeit. Aber das kann ja jetzt noch nicht reinlaufen, weil du noch den Stecker wieder aufmachen musst. Nee, den hatte ich. Ach, den hattest du. Den hätte ich zumachen können, aber das geht so schnell da durch. Weil das ist ja auch nur in die Richtung offen. Ja. Das kann ich hier hin. Und das geht jetzt in deinen Bauch rein? Das geht jetzt in meinen Bauch rein. Wenn ich dann voll bin, das merke ich allerdings nicht. Das sehe ich nur daran, dass der Beutel leer ist. Jetzt ist der Beutel leer gelaufen. Was wird jetzt als nächstes gemacht? Ja, jetzt mache ich erstmal einen Schlauch zu. System fast geschlossen. Ja. Wenn ich das jetzt drehe, ja. Manchmal hört man es, dann schießt so ein kleiner Pin da rein. Das war der Pin. Ja. Und jetzt ist das System zu. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt kann ich weder vor noch zu. Also könnte ich schon, aber passiert nichts mehr. Und jetzt geht es darum, mich wieder abzustöpseln. Ich hänge ja im Moment noch an dem System. Ja. Und ich muss das als neue Verschlusskappe haben. Das heißt, Mundschutz wieder auf. Wie sich das gehört. Hände wieder desinfizieren. Jetzt kommt der große Tausch. Jetzt bist du vom System abgestöpselt. Jetzt kann ich rausziehen. Und da kann jetzt gar nichts mehr passieren. Da kann gar nichts mehr passieren. Das ist jetzt wieder mein Schlauch. Da ist so eine Art Jod, Desinfektionsmittel, irgendwie sowas drin. Schon mal von vornherein. Und das bunker ich dann wieder an meinem Bauch. 2160. 2120 sind rein, heißt plus 40. Also nicht wirklich. Ja, das war's auch schon wieder. Ich verabschiede mich von euch und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.